Hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Das ist ein absolutes Early Morning Video für euch. Hier ist es schon 10.40 Uhr in Indien und ich bereite mich gerade auf die dritte Aktivierung vor. Hier seht ihr, ich bin am Strand. Ich sitze auf einem wunderbaren Felsen hier am Strand und liebe diese Energie hier in Indien, liebe die Natur. Es ist einfach traumhaft und es ist wirklich der allerbeste Platz für diese Aktivierungen. Wir haben am Montag gestartet. Es war live jeden Morgen um 6.30 Uhr. Und es gibt morgen noch die vierte Aktivierung. Und was sind diese Aktivierungen? Aktivierungen sind energetische Zustände, in die wir zusammen eintreten. Und jeder energetische Zustand beinhaltet das manifestierte Pendant, die manifestierten Pendants, die manifestierten Outpushes von der Energie, die wir sind. Und es ist so, so wichtig für unseren Verstand mehr und mehr zu verstehen, dass es immer nur um die Energie geht, die ich bin, die ich generiere, die meine Realität manifestiert. Und zwar jeden Moment, jeden Moment, jeden Moment. Und diese Aktivierungen dienen dazu, für deinen Verstand zu lernen, wo die Energie herkommt und wie sie generiert wird und wie du in diesen Zustand, in diese Frequenz kommst, deiner erfüllten Wünsche. Weil es ist nur eine Frequenz, in der die erfüllten Wünsche sind. Abraham Hicks nennt es die Vortex. Dr. Joe Dispenza nennt es das Void. Es ist in der Bibel beschrieben als die Christusenergie. Es gibt so viele Bezeichnungen für diese Energie. Und all diese Bezeichnungen, die haben Geschichten dran. Und weil diese Geschichten uns nicht wirklich dienlich sind, weil sie Bedingungen beinhalten und Bedingungen an diese Energie setzen. Und diese Energie ist aber bedingungslos. Sie ist einfach bedingungslos für uns da. Sie ist bedingungslos für uns zur Verfügung, wenn wir uns einschwingen, wenn wir uns verbinden, wenn wir eins werden mit dieser Energie und erkennen, dass diese Energie nur da sein kann, wenn wir auch da sind. Dass wir diese Energie sind. Und dass wenn wir eintreten in diese Energie, dass die Energie on ist und dass sie wirkt, dass sie manifestiert, dass sie Objekte, Situationen und Menschen im Außen der Energie entsprechend ausrichtet. Das wird getan durch die Energie, die aber keinen freien Willen hat, sondern die Energie führt nur aus, was du reintust, was du reingibst. Und diese Informationen, die du reingibst, die kommen aus deinem Denken. Die kommen aus deinen Ansichten, die kommen aus deinen Überzeugungen, die kommen aus deinen Rückschlüssen. Und warum das Ganze nicht so einfach ist, warum wir Dinge manifestieren im Außen, die wir nicht manifestieren wollen, das ist eben, weil wir Überzeugungen, Rückschlüsse, Denkmuster, Ansichten haben, die nicht dieser Erfüllung entsprechen, sondern dem Mangel, der Abwesenheit der Erfüllung. Wir denken so viel danach, darüber nach, was fehlt, weil wir das so gelernt haben. Gap-Analyse. Ich komme ja aus dem Business Consulting. SWOT-Analyse, Gap-Analyse. Immer wieder sind wir auf der Suche nach dem, was fehlt, nach dem, was nicht gut genug ist. Aus dem Glauben heraus, wir müssen Löcher stopfen. Aber wir müssen einfach nur aus einer Realität, aus einer Energie heraustreten, in der
es Löcher gibt und eintreten in eine Energie der Erfüllung ohne Löcher, ohne Mangel, ohne Fehler. Und unser Verstand hat so viele Anforderungen und Bedingungen daran, wann ich meinen Seinszustand, mein Sein, mein Ich Bin wechseln darf, mein Selbstkonzept wechseln darf. Weil auch daran sind so viele Geschichten. Du kannst doch heute nicht eine andere sein, wenn du gestern die warst. Du kannst doch nicht annehmen, dass er dich heute liebt, wenn er gestern zu dir gesagt hat, er liebt dich nicht. Du kannst doch nicht glauben, dass heute dein Geldhahn aufgedreht ist und das Geld zu dir kommt, wenn dann in der Vergangenheit deines Lebens Geld immer schwer war. Solche Ansichten haben wir. Und die haben einen ganz, ganz guten Grund. Die haben ja auch ihr Recht, die sind ja auch berechtigt. Ich meine, ich habe es ja auch erlebt, es war ja so. Aber damit es anders werden kann, muss ich diese Energie loslassen, muss ich diese Zusammenhänge loslassen, muss ich dieses Selbstkonzept loslassen und mir eine neue Energie, eine neue Identität, eine neue Realität, neue Zusammenhänge, neue Rückschlüsse, neue Meinungen, neue Überzeugungen bilden und verfestigen. Und mir erlauben, jemand anders zu sein, weil ich weiß, dass ich Divine Design bin, dass ich Christus Energie in mir trage, dass ich Christus Energie verkörpere, dass ich Liebe bin, dass ich Liebe in mir trage, dass ich Liebe verkörpere, dass ich Erfüllung bin. Und das ist auch ein schwerer für den Verstand. Ich bin Erfüllung, ich bin erfüllt. Und somit hat es ganz weitreichende Konsequenzen, wenn ich das behaupte. Und all diese Sachen, die müssen für deinen Verstand klar sein. Wenn du dein neues Selbstkonzept annimmst, deine neue Energie annimmst, um darin zu bleiben, brauchst du ein neues Denken. Dein Denken ist der Anker. Deine Überzeugungen, Annahmen und Rückschlüsse verankern dich jeweils in deiner Energie. Und damit du verankert sein kannst in deiner Energie, in deiner Erfüllung, in deiner Liebe, in deiner Freude, musst du deine Anker, deine Gedanken, deine Rückschlüsse, deine Überzeugungen darauf ausrichten. Und defaultmäßig sind sie eben auf Mangel ausgerichtet und nicht auf Fülle und Erfüllung. Und um das zu verstehen, bist du hier. Um das zu verstehen, bist du auf der Welt. Um das zu verstehen, hast du die Erfahrung gemacht, hierher zu kommen, dich zu inkarnieren. Um das zu verstehen, bist du hier. Und du hast es vergessen. Du hast es nur vergessen. Dein Verstand versteht es noch nicht. Deine Seele, dein Divine Sein, das, was du bist ohne Körper. Das, was du bist, wenn du nur Energie bist. Das, was du bist, wenn du nur ein energetisches Bündel bist, hat es schon lange verstanden, weiß das. Dieses tiefe Wissen, diese Wahrheit, diese Weisheit, die ist da. Und du bist hier, um die wieder auszugraben. Und warum? Weil es Spaß macht, weil es Erfahrungen bringt, weil es Erfüllung bringt. Deswegen sind wir hier. Nicht um zu leiden, nicht um traurig zu sein, nicht um uns abgelehnt zu fühlen, nicht um uns ungeliebt zu fühlen, sondern einzig und allein, um wieder in diesen Zustand und diese Energie einzutreten. Deswegen sind wir hier. Ich lade dich ein, dich noch anzumelden für die Aktivierungen. Live kannst du dabei sein, morgen noch, 6.30 Uhr. Aufzeichnungen hast du natürlich von allen Aktivierungen, für immer und ewig. Die kannst du immer wieder hören, je nachdem, täglich, mehrmals täglich und so weiter und so fort. Und aus diesem Grund empfehle ich dir das, weil du kriegst so viel Inspiration und diese Inspiration wirst du für dich nützen und deine eigenen Aktivierungen machen.
In diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch dabei bist oder wenn du die Aufzeichnungen kaufst. Es wird Magie entstehen und dein ganzes Leben wird sich verändern. Bye!